Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Kritik der Zukunft, Dialoge mit der Gegenwart. Unser Gast heute ist Robert Stadelober, eines der für mich kostbarsten Dialogpartner, die ich mir wünschen konnte, die funktioniert haben, die geklappt haben. Ein Mann in Kritik, Bausch und Bogen, Hoffnung und allem, was dazugehört. Ich freue mich sehr auf alles, was da kommt. Hallo Robert. Hallo Lars. Wir haben uns ja in den letzten Tagen darüber unterhalten, was auf deiner Bauchbinde jetzt stehen wird. Ja. Und somit haben wir gemerkt, dass eine Berufsbezeichnung gar nicht so einfach ist für dich. Ja. Wir haben drei Begriffe gefunden. Ja. Schauspieler, Autor, Musiker. Ja. Wann hast du für dich festgestellt, dass einer der drei Begriffe zutrifft? Also wie einfach ist es für sich selber anzunehmen, welchen Beruf man hat? Ich würde erstmal generell damit anfangen, dass ich mich bis heute nicht als jemanden empfinde, der einen Beruf hat. In allen drei Feldern, die auf meiner Bauchbinde wahrscheinlich jetzt stehen, habe ich mich schon ausgetobt. Aber letzten Endes ist meine Herangehensweise ans Leben immer, dass ich versuche, Dinge zu tun, die eben nicht zum Beruf werden. Also das, was ich unter Beruf verstehe, ist eine entfremdete Tätigkeit. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das, was ich tue, entfremdet ist von dem, was ich in mir empfinde als alter Esoteriker. Ja, aber du wirst ja zum Beispiel, musst ja gebucht werden. Das heißt, du musst ja sowas wie findbar sein in einem bestimmten Berufsfeld. Und manche Leute buchen dich zum Beispiel dann als Schauspieler. Ja. Wann hast du für dich das erste Mal verstanden, dass du Schauspieler bist? Das war, glaube ich, als ich vom Hamburger Hauptbahnhof abends um 23 Uhr zu einem Hotel gelaufen bin. Von McDonald's aus, wo ich mir noch was zu essen geholt habe, weil ich am nächsten Tag bei Alpha Team die Lebensretter im OP mitgespielt habe. Und mich jemand vom Hauptbahnhof aus verfolgt hat, ein Herr, weil er dachte, dass ich käuflich wäre. Was ich letztendlich auch war, aber nur eben für Alpha Team Lebensretter im OP, also für das deutsche Farbfernsehen und nicht für diesen besagten Herrn. Und mich dann eben in der Lobby von der Rezeptionistin schützen lassen habe, weil ich gesagt habe, sie darf ihn bitte nicht hochlassen auf mein Zimmer. Und dann habe ich, als ich gesagt habe, das ist mein Zimmer, war mir klar, ich bin hier tatsächlich gebucht als Schauspieler in diesem Hotel und ich habe Schutz in diesen Mauern, weil ich beruflich tätig bin. Also es war immer noch kein Beruf. Aber genau, da war das erste Mal, dass ich tatsächlich gemerkt habe, das ist jetzt eben kein so ein Kinderhobby mehr. Ich bin jetzt hier seriös angekommen. Ich bin allein in einem Hotel und morgen früh wird mich jemand abholen und in ein Fernsehstudio fahren. Apropos Kinderhobby, wie alt warst du da? 14. 14. Und vielleicht hast du damals noch nicht drüber nachgedacht, aber wann hast du gemerkt, dass dir diese mediale Repräsentation, nennen wir es mal, also dass es dir Freude macht, dass du diesen Beruf dann ausführst? Also dass du abgefilmt... Das Abfilmen macht mir bis heute nicht so richtig Freude. Mir macht Freude, die Dinge zu tun und dabei werde ich gefilmt. Aber ich würde sie wahrscheinlich auch ohne Kamera, vielleicht sogar lieber ohne Kamera machen. Aber ich glaube, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich mit dem Quatsch, den ich mache, Menschen interessieren kann für Dinge, die mich auch interessieren, das war, glaube ich, ich habe relativ früh lesen gelernt und ich habe mir auf dem Trödelmarkt, damals Fetzmarkt hieß es bei uns in der Steiermark, wo ich herkomme, von James Herrmann Cooper Lederstrumpf gekauft und habe das gelesen. Mein Vater konnte es nicht richtig glauben, weil ich war irgendwie 6 oder so. Ja. Mhm. Und weil er es mir nicht glauben konnte, hat er dann seine Freunde dazugeholt oder sie saßen eh am Küchentisch und meinte, dass ich doch bitte mal was vorlesen soll. Dann habe ich die ersten 3 Seiten vom Lederstrumpf vorgelesen und das fanden die Freunde meines Vaters sehr beeindruckend. Also es mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass es eine gesellige Runde war und sie vielleicht auch schon ein Bier getrunken hatten. Aber da habe ich gemerkt, dass man mit dieser Clownerei tatsächlich Menschen interessieren kann für Sachen, die mich interessiert haben. Und mich hat eben Lederstrumpf und das Schicksal der Ureinwohner Nordamerikas damals sehr interessiert. Ja, also würdest du sagen, das ist eine Begabung? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also das ist nichts, ich glaube, mit 6 Jahren hat man noch nichts Eigenes erarbeitet. Ja. Also man hat halt Tendenzen wahrscheinlich, die natürlich aus verschiedensten Richtungen in ein Leben reinkommen. Aber natürlich hat man Grundvoraussetzungen. Also es gibt ja auch Leute, die können einfach nicht schnell laufen, die können machen, was sie wollen, sie werden niemals Usain Bolt schlagen. So. Mhm. Dann gibt es aber Leute, die, weiß ich nicht, die sind 4 Jahre alt und rennen wie der Blitz. Und die sollten dann wahrscheinlich eher Läufer werden als Mathematiker. Mhm. Und würdest du sagen, du bist ja als jemand bekannt, der viel und gerne Dialekte, Akzente, wie auch immer man sie nennt, imitieren oder eben einfach erst mal spricht vor allem. Ja. Hat das was miteinander zu tun? Also hat die Begabung zum Vorlesen von Lederstrumpf mit
dem Akzente oder Dialekte sprechen was zu tun? Nee, ich glaube, Akzente oder Dialekte nachmachen oder imitieren können hat was mit Musik zu tun. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man ein musikalisches Verständnis hat, dass man sich für Töne und Zusammenhänge interessiert. Und ja, Dialekte. Letzten Endes sind es ja einfach nur verschiedene Arten, bestimmte Töne zu modulieren. Mhm. Und, dann natürlich liegt es auch ein bisschen in meiner Biografie begründet. Ich bin eben letzten Endes zweisprachig aufgewachsen, also österreichisch und deutsch. Und meine Mutter ist Ur-Berlinerin, die hat Berliner. Mein Vater kommt aus der Steiermark, der hat also richtig so Bergbauerndialekt gesprochen. Und zwischen diesen zwei Polen habe ich sprechen gelernt. Und das hat wahrscheinlich mir früh auch eine Sensibilität gegeben für verschiedene Tongestaltungen. Mhm. Und hat diese Tonbegabung und diese Sprachbegabung, also diese Lesebegabung, also auch das vielleicht, dann, was dann zum Spielen kommt, hat das was miteinander zu tun? Also Ton und Text? Mit Sicherheit, ja. Das hat sicher was damit zu tun. Aber Spielen ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Ich bin tatsächlich die ersten Jahre meines Lebens eben auf so einem Bergbauernhof aufgewachsen, hatte nicht so wahnsinnig viele Spielkameradinnen und habe viele Welten mir selber erschaffen müssen und habe quasi das, was ich dann jetzt beruflich manchmal mache, mit mir selber eigentlich schon im Wald gemacht. So, ich habe halt dann einfach Lederstrumpf nachgespielt quasi und es waren alle anderen auch da. Also ich habe die Menschen gesehen, mit denen ich da durch den Wald gestreift bin, obwohl sie natürlich von anderen Leuten nicht zu sehen waren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was ursprünglich dann jetzt der Impuls war, eben Sachen nachzumachen. Und da ist es dann letzten Endes in dieser beruflichen Tätigkeit hilfreich, wenn man sich auch noch mit Sprache gerne auseinandersetzt natürlich. Aber das kam wahrscheinlich erst, also die tatsächliche Auseinandersetzung, bewusste Auseinandersetzung kam natürlich erst später. Mhm. Aber so wie alles halt in einem Menschen irgendwann zusammenhängt. Also da sind sicher Sachen gelegt worden am Beginn meines Lebens, die ich damals natürlich nicht, also der Weg ist ja immer von oben aus leichter zu sehen, als wenn man von unten Richtung Gipfel läuft. Ne? Ja. Darüber können wir tatsächlich noch reden, über die Landschaft und die Haltung, die vielleicht mit der Landschaft verbunden ist, aber das machen wir nachher. Jetzt würde ich erstmal noch mal wissen, zu dem Dialekt oder Akzent, gibt's, wenn du sagst, du bist zwischen den beiden Polen, Berlin und der Steiermark aufgewachsen, gibt es einen Originaldialekt, der dir, wo du, wenn man so lange im Ausland zum Beispiel ist, kommt ja immer die Frage, träumst du in Englisch, Spanisch oder so und so? Würdest du sagen, es gibt einen Dialekt, in dem du dich original zu Hause fühlst, mehr als in einem anderen? Ich würde erstmal sagen, dass man nicht in Sprachen träumt. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Würde ich gerne mal jemanden sehen, der tatsächlich in seinem Traum eine Sprache spricht. Also man kommuniziert natürlich im Traum, aber das ist, glaube ich, ein Esperanto der Zwischenwelt. Und ob ich mich jetzt, letzten Endes dadurch, dass ich in Berlin in die Schule gegangen bin wahrscheinlich und hier sozialisiert wurde, ist das vielleicht dann oft sogar näher, weil ich in Österreich oder zumindest in der Steiermark, in dem Dorf, wo ich war, relativ bald fremd war. Mhm. In Berlin sind die meisten fremd, da fällt es nicht so auf und darum ist wahrscheinlich das, was ich dann, wenn ich Töne höre, am ehesten mit so einem Heimatgefühl verbinde, wahrscheinlich dann doch eher berlinerisch. Mhm. Und würdest du sagen, jetzt tatsächlich, wenn wir nicht nur vom Dialekt ausgehen, sondern von der ganzen Sozialität drumherum. Und wenn wir jetzt schon diesen tatsächlich, ich finde ja teilweise furchtbaren, teilweise genau treffenden Begriff Heimat nennen, würdest du einer bestimmten sozialen Umgebung mehr vertrauen? Es muss jetzt gar nicht Steiermark oder Berlin sein, sondern wo vertraust du am meisten? Und tatsächlich kann wo auch Aber muss Havanna es mit Menschen sein? Zusammenhängen? Nö. Ich glaube, wenn, dann würde ich jetzt eher sagen, dass ich, es gab so ein paar Momente in den letzten Jahren, wo ich auf Bergen war, alleine, wo ich das Gefühl hatte, hier könnte ich mich jetzt ins Moos legen und die Augen zumachen und das war's dann und es ist okay. Das habe ich selten in der U-Bahn, so, dass ich denke, jetzt hier ist okay, wenn es jetzt hier vorbei ist. Und wahrscheinlich der Ort, wo man das Gefühl hat, hier könnte es jetzt zu Ende gehen, ist vielleicht dann eher der Ort, an dem man sich am ehesten vertraut. Also würde ich sagen, so Moosfelder unter Zirben, ungefähr auf 1800 Metern zwischen Kärnten und der Steiermark. Und wenn wir jetzt ja in einem Berliner Sender sind und in der Gegend hier wenig Zirben wachsen, können wir kurz klären, was Zirben sind? Zirbe ist ein autochthoner Nadelbaum, der vor allem halt, oder eigentlich glaube ich nur auf dem Hauptalpenkamm vorkommt und vor allem in der Steiermark und in Kärnten.
kennt aber mittlerweile jeder, weil es gibt jetzt Zirben, Betten, Zirben, Kissen, soll wahnsinnig beruhigend wirken. Es gibt ja mittlerweile alles aus Zirben. Aber es ist ein sehr widerständiger, seltener Nadelbaum, der eigentlich erst über der Baumgrenze richtig wächst. Ja. Und weil wir ja bei der Schauspielerei sind... Und man kann Schnaps draus machen. Das habe ich auch gehört. Ja. Das aus den Früchten der Zirbe. Habe ich sogar schon versucht. Ja. Hat nicht funktioniert. Es hat auf jeden Fall nicht geschmeckt. Aber ansonsten habe ich auch gehört, dass es sehr, sehr gut ist. Es gibt ja Schauspieltheorien, unendlich viele. Und nehmen wir mal an, es gibt so zwei große Gruppierungen. Nehmen wir mal Stanislavski und Freundinnen. Ja. Und ich lese das jetzt mal vor, die sich entschieden haben für das sogenannte, was dann später Method Acting genannt wurde. Und man versucht mehr oder weniger ganz und gar in einer Rolle aufzugehen, hinter der Person, hinter dem Charakter zu verschwinden, den man spielt. Ja. Und jemand wie Brecht würde zum Beispiel als Gegensatz dazu sagen, dass der Abstand zur Rolle viel wichtiger ist und auf der Gemachtheit der Gesamtproduktion würde er abheben. Also letztlich versucht Brecht sowas wie Einfühlung zu verhindern. Und die Frage ist jetzt, würdest du eigentlich sagen, dass es sowas wie Abstand zu einer Rolle überhaupt geben kann? Und die andere Frage kommt dann. Also erstmal glaube ich, dass die Wahrheit wie immer da in der Mitte liegt. Ich glaube, dass es eine gewisse Form von Einfühlung natürlich braucht, aber diese Einfühlung kann nicht dazu führen, dass ich zu der anderen Person werde. Das ist, glaube ich, Hokuspokus, das ist unmöglich. Ich habe ja trotzdem nur diese Beine und diesen Kopf und ich habe auch nur ein gewisses Modulationsvermögen, was mein Lachen oder Weinen betrifft. Ja. Also vor allem, wenn ich mich einfühle, werde ich wahrscheinlich immer irgendwann gerade in Extremsituationen, in Situationen kommen, die was mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Ich zu tun haben. Darum bin ich dann wahrscheinlich tendiere ich eher Richtung Brecht, dass mich das auch tatsächlich mehr interessiert, weil letzten Endes als Schauspieler vermittelt man Inhalt und mich interessiert es, glaube ich, eher, wie dieser Körper den Inhalt mir erklärt. Mhm. Darum ist der Körper, der den Inhalt erklärt, immer wichtig und der Körper ist nicht veränderbar. Also klar, man kann mehr Muskel draufpacken, man kann essen oder nicht essen, aber das halte ich jetzt für keine große Schauspielkunst. Das ist ja einfach nur nicht essen oder mehr essen. Die tatsächliche Kunst passiert ja hier oben und ist dann fast schon wieder körperunabhängig in der Ausführung, aber der Körper ist ja trotzdem zu sehen. Dementsprechend glaube ich daran, die Performerin, der Performer sollte immer zu sehen sein. Und ist es vor allem auch. Also wenn jemand behauptet, es wäre nicht so, ist es einfach Blödsinn. Also selbst die ganz großen Method-Actor sind ja trotzdem dann, also Robert De Niro kann noch so fett sein, er bleibt Robert De Niro und er hat diesen Leberfleck im Gesicht und er hat auch seine Stimme. Ja, also auch wenn er mal versucht, höher zu sprechen, weiß man, Robert De Niro spricht gerade höher. Oder Leonardo DiCaprio rennt halt dann durch den Wald und friert unglaublich. Hat er halt gefroren, aber es ist halt die Frage, ob das dann noch Schauspielerei ist. Kann ich wahrscheinlich auch meine Oma einfach in den Wald stellen und der ist unglaublich kalt und wenn ich das ganz nah filme, wird das sehr beeindruckend aussehen. Mhm. Ne? Also diese, und darauf will ich ja tatsächlich hinaus, es gibt so zwei Varianten, ich stimme da wahrscheinlich genauso zu, dass ich auch diese Brecht-Variante bevorzuge und manchmal erwische ich mich aber dabei, weil ich Brechts Lebensumstände einfach interessanter finde als die von Stanislavski, obwohl beide Immigranten sind zum Beispiel und eine großes Leid in ihrem Leben erfahren haben. Trotzdem scheint mir das Interessante auf Produktionsbedingungen sozusagen hinzuweisen durch das Spiel. Ich weiß noch nicht, wie man das macht, weil man ja immer... Das machst du automatisch, weil die Produktionsbedingungen sind ja nie so perfekt. Also ich habe zum Beispiel letztens, ich war vor kurzem in einer Quiz-Sendung, da gab es die Frage, was Bradley Cooper in diesem Film gemacht hat, wo er Leonard Bernstein gespielt hat. Da gab es irgendwie drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Eine der Auswahlmöglichkeiten war, dass er 6 Jahre lang immer wieder dirigieren geübt hat. Mhm. Das war dann die richtige Antwort. Ja? Mhm. Jetzt musst du erstmal in die Produktionsbedingungen kommen, dass irgendjemand dir 6 Jahre vorher schon sagt, du wirst mal Leonard Bernstein spielen. In meiner Realität wird das nicht passieren. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es in Bradley Coopers Realität nicht passiert ist, weil so funktioniert einfach internationaler Finanzkapitalismus und darum auch Filme machen im internationalen Finanzkapitalismus nicht. Kann niemand 6 Jahre vorher sagen, ich werde irgendwann mal das spielen. Er kann es natürlich privat für sich vorbereitet haben, weil es immer seine Traumrolle war. Aber ich glaube, dass es viel damit zusammenhängt, dass man eben dann oft als Schauspielerin, Schauspieler gefragt wird, wie haben sie sich denn auf die Rolle vorbereitet, man sich irgendwas ausdenken muss. Oft sind es Prozesse, die man halt nicht unbedingt in Worte fassen kann, weil es sehr internalisierte Dinge sind, die irgendwo zwischen Traum und Wach sind. Ja? Und die kannst du halt schwer in 3 Sätzen für eine Zeitung zusammenfassen. Da kann man dann halt leichter sagen, ich habe 6 Jahre lang immer dirigieren geübt oder Daniel Day-Lewis ist die ganze Zeit als letzter Mohikaner mit einem Stock durch den Wald gelaufen, mehrere Jahre lang, oder ist Schuhmacher in Rom geworden. Also das sind, glaube ich,
Behelfserklärungen, die sich sehr gut anhören, die ich aber in den seltensten Fällen glaube. Mhm. Das ist was anderes zum Beispiel bei Akzenten. Ja? Also da ist nämlich, das ist tatsächlich präzise Arbeit. Ja? Da kann man ein Talent dafür haben, aber wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio. Ja? Mhm. Ich finde, dass er diesen südafrikanischen Akzent, diesen Burenakzent oder was es da ist, unglaublich gut macht. So, also ich kenne mich damit, ich komme da nicht her. Wahrscheinlich gibt es Leute von dort, die sagen, es ist totaler Schabernack, aber er hat es so performt, dass ich es ihm geglaubt habe und er auf einmal anders gesprochen hat, als ich ihn mir jemals vorgestellt habe. Und es gab nie nach Minute 1 einen Moment, wo ich in Frage gestellt habe, warum redet dieser Mensch so? Mhm. Das ist tatsächlich Schauspielkunst. Das hat aber auch wiederum nichts mit Method zu tun. Das ist Training, Üben und ein bisschen Talent. Aber das wäre genau diese Nicht-Distanz. Das wäre dann Aufgehen in der Rolle. Wieso? Nee. Ja, wir wissen ja alle, dass es Leonardo DiCaprio ist. Und okay, du meinst jetzt, dass bei Brecht würde der einfach so reden, wie er halt redet. Jetzt ist die Frage, wenn man mit 14 Jahren angefangen hat, Schauspieler zu sein oder 13 wie Leonardo DiCaprio, wie redet denn Leonardo DiCaprio eigentlich in Wahrheit? Ja. Was ist denn seine Ursprache? Ja, genau. Ist das ein Konglomerat aus den Rollen, die er gespielt hat? So hat er ja sprechen gelernt. Mit 14 spricht man ja noch nicht so, wie man als quasi fertig, wann auch immer man als Mensch fertig ist, aber als weiterentwickelterer Mensch spricht. Dementsprechend würde ich dir jetzt da widersprechen wollen und sagen, das ist trotzdem eine Distanz zur Rolle. Weil ich weiß das erst nicht. Also das ist ja, man weiß es ja. Ne? Also, ja, doch, da, absolut. Das verstehe ich. Ja. Deswegen ist es eine unglaublich interessante Frage, was ist eigentlich dieser, weil ich nehme Distanz oder Einfühlung zu mir selber auf, bedeutet ja, es gibt sowas wie eine urmenschliche Situation, das bin ich. Naja, aber wenn ich die ganze Zeit sowieso in Umständen bin, in denen ich mich verstelle oder schauspiele, also dafür, dass es gesehen wird, arbeite, ich glaube dann... Was wir mittlerweile alle machen. Ne? Also das ist ja auch, die Welt hat sich ja auch dahin entwickelt, dass ohnehin jeder permanent Rollen spielt. Ich weiß nicht, ob das früher vielleicht auch schon so war, aber es ist bestimmt noch nie so extrem gewesen, wie es jetzt ist. Aber zumindest das mediale Ergebnis ja die ganze Zeit passiert. Also ich sehe mich auf TikTok oder auf Instagram. Und schaue mir selber dabei zu, wie ich mir zuschaue. Genau, wie ich mir zuschaue. Und ich will, dass so viele Leute darüber reden, wie ich mir zuschaue beim Zuschauen, dass man von sowas wie Originalität nicht reden kann. Zumindest gibt es, glaube ich, einfach keinen menschlichen Urzustand, den man irgendwie hat und neben den man dann treten kann, um sich selbst dabei zu beobachten. Aber was man, glaube ich, schon machen kann, also es gibt, das ist aber auch schwer zu beschreiben, es gibt schon, man kann schon ausstellen, dass man hier jemanden darstellt. Das ist schauspielerisch möglich. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich das beschreiben kann. Danach frage ich, das ist sozusagen, ja. Du hast ja, ich habe ja so ein Stück gemacht mit Wolfgang Krause-Zwieback zusammen über Franz Jung, das hast du ja gesehen im Hau. Und da war tatsächlich, das war eine Performance und wir waren nicht der Typ, wir waren ja sowieso schon mal zwei Leute. Zwei Leute können ja schwer ein Mensch sein, wie wir alle wissen. Aber wir waren dann doch dieser eine Mensch. Also wir haben es geschafft, einen Körper zu erschaffen, der in der Fantasie der Menschen funktioniert hat. Und trotzdem waren diese beiden Performer da. Und das ist, glaube ich, das letzten Endes die absolute Überhöhung dessen. Aber das ist das, was ich auch, wenn ich es alleine mache, auch versuche. Ja, dass man trotzdem irgendwie merkt, ich bin Robert, der jetzt so tut, als wäre er jemand anders und trotzdem kann ich die Leute mitnehmen in die Geschichte hinein und sie haben trotzdem Gefühle, die sie auch hätten, wenn es eine reale Situation wäre oder die Sachen in ihnen triggern, aber gleichzeitig glaubt jetzt niemand, dass mir das tatsächlich jetzt 100% passiert. Es bleibt eine Illusion. So. Und diese Illusion kann man in bestimmten Momenten, sowohl im Film, einfacher auf dem Theater, immer wieder klar machen, um den Rezipienten, die Rezipientin auch wieder rauszuholen und ihr klarzumachen, wir führen hier gerade was vor. Also weil nicht, das ist ja dann einfach nur noch Propaganda, wenn du die Leute mit reinziehst und sie nicht mehr merken, dass sie einer Illusion zuschauen. Genau, und das wäre das, was Brecht ja so groß nennt, das ja dann kulinarisches Theater. Genau. In dem Moment, in dem du versuchst, das macht er vor allem bei der Oper, bei Wagner fest, wo es dann darum geht, vollkommen in der Größe der unendlichen Melodie aufzugehen. Ja, wie wir alle wissen, ist Wagner nicht das ungefährlichste Kulturgut. Ja, genau. Und darin sind genug Leute völlig unkritisch aufgegangen. Ein interessanter Dramaturg, Karl Hegemann, hat das mal Fronttheater genannt. Ja. Also wenn es nur noch eine Meinung gibt, kein Widerspruch und keine Distanz mehr. Oder das ist die Gefahr, glaube ich. Das ist die Gefahr. Und die Brüche, die passieren ja in einem selbst drin immer. Und ich glaube, was man letzten Endes möglicherweise als Schauspielerin, Schauspieler schaffen muss, ist den Zwiespalt, den man ohnehin immer mit sich selber rumträgt, zu vergrößern, um dem Publikum klarzumachen, dass es einfach, dass man immer mehrere ist und dass auch diese authentische Situation gerade auch eine
Zusammensetzung aus verschiedenen Situationen ist. Dass es die authentische Situation gar nicht gibt, weil sie immer von verschiedenen Winkeln betrachtet wird. Mhm. Und als Schauspieler schaffe ich es möglicherweise, in einer Person den Effekt auszulösen, dass diese Person mehrere Blickwinkel auf einen Sachverhalt hat. Und das ist, würdest du sagen, das ist eine Frage stellen? Also kann man tatsächlich durch sein Spiel eine Frage stellen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die Grundhaltung sollte eigentlich immer sein, dass man Fragen auslöst mit dem, was man tut. Also ja, Fragen auslösen, ja, das ist sozusagen, da kommen wir gleich dazu. Dass man eine Frage stellt, dass es immer die Frage nach der Existenz stellt und auch die Frage nach der Wahrheit. Ne? Ja. Also und die Wahrheit oder die Frage nach dem Menschlichen. Das ist, glaube ich, die Grundessenz dessen, was Schauspielerei ist. Und natürlich die Vermittlung von Inhalten. Dass man ist letzten Endes eine Art Katalysator, ein Ideentransformator. Ich kann ein Buch in die Hand nehmen und was lesen und das kommt eins zu eins direkt zu mir. So. Und wenn da aber in der Zwischenstelle noch ein Gehirn dazwischen geschaltet wird und nichts anderes ist, der Schauspieler, die Schauspielerin, dann wird das in einer größeren Breite gefächert wahrscheinlich bei mir als Rezipientin, als Rezipient ankommen. Pathologischer Begriff, aber vielleicht hilfreich, Schizophrenie. Also ist es eine grundsätzlich schizophrene Situation, auf die man sich da einlässt? Nee. Also ich, nee. Ist mir zu einfach. Naja. Nee, glaube ich nicht, erstens mal ist Schizophrenie ja, also wenn es pathologisch gesehen wird, ist es ja eine Sache, die man nicht steuern kann. Ich kann ja das, was ich tue, steuern als Schauspieler. Also das ist ja nichts, ich bin ja nichts unterworfen, also außer meiner eigenen Fantasie. Mhm. Möglicherweise irgendwelchen irren Regisseuren oder so, oder halt eben den Produktionsbedingungen. Mhm. Aber letztendlich ist das, was ich da erfinde, immer noch aus meinem Antrieb heraus. Natürlich gibt es Momente, wo ich losgelöst von meinem eigenen Willen mir Dinge passieren, wie sie einem immer passieren, in Lustmomenten sowieso als Mensch. Und das ist natürlich in jeglicher Form von Kulturproduktion das Ziel, dass man diesen Lustmoment erlebt. Oder von mir aus auch beim Skateboardfahren. Ja, da gibt es auch Momente, wo man auf einmal Dinge tun kann, die man sich vorher nicht vorgestellt hatte. Aber das ist keine schizophrene Situation, das ist einfach, das ist das ultimative Menschheitserlebnis wahrscheinlich. Mhm. Jetzt zu diesem Begriff nochmal Einfühlung zurück, ist es dir irgendwann mal passiert, dass du dir selber auf den Leim gegangen bist, wo du gemerkt hast, ich habe mich so sehr auf etwas eingelassen oder ich habe so sehr nicht bemerkt, in welcher Situation ich mich eigentlich befinde vor der Kamera, dass du im Nachhinein gesagt hast, das war eigentlich brandgefährlich? Also brandgefährlich jetzt nicht, aber es gibt Situationen, wo ich Dinge getan habe, die ich mit mir alleine nicht gemacht hätte. Also wo man natürlich sich auch, und das ist ja auch nochmal so eine Sache, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, ein Verantwortungsgefühl, weil Film oder Theater immer ein kollektives Arbeiten ist. Man selber ist halt der Heini, der da vorne steht und letzten Endes die Arbeit aller repräsentieren muss. Dadurch geht man da manchmal weiter, als man vielleicht sollte. So. Oder, ja. Und das, aber ob das dann das kann brandgefährlich werden, das ist mir aber tatsächlich nicht passiert. Wenn, dann ist es allerhöchstens brandgefährlich für mich selber oder für meine Außenwahrnehmung geworden. Aber auch da ist ja mittlerweile zum Glück die Welt vergesslicher als man selbst. Obwohl man ja sagt, in einem Zeitalter des Internets vergisst hier niemand mehr. Das muss ja erstmal googeln können. Ich weiß ja, also ich kann in meinem eigenen Gehirn, meine Erinnerungen sind leichter für mich abrufbar als irgendwelche Dinge, die mir widerfahren sind für andere. Naja, und mit brandgefährlich meine ich, glaube ich, auch, tatsächlich die Außenwahrnehmung, ist es nicht dann zumindest ein Paradox, dass man eine bestimmte Ehrlichkeit oder eine bestimmte eindeutige Frage provozieren oder zumindest erzeugen will? Und dann ist man aber doch ausgesetzt einfach dieser Fremdwahrnehmung, über die du vielleicht ja wirklich dann doch keine Kontrolle hast. Oder hast du das Gefühl, du hast es immer unter Kontrolle? Jetzt oder gehabt? Nee, also über Außenwahrnehmung hat man, glaube ich, nur mittelbar Kontrolle. Nee. Und ob das ein Paradox ist, dass man, wie, das verstehe ich. Also, dass man selber sich ja als Erschaffer von etwas empfindet. Also zum Beispiel, wenn du deiner Fantasie vertraust, dann schaffst du damit eine Situation. Ja, aber da bin ich ja als Schauspieler immer, ich bin ja immer abhängiger. Also ich kann für mich in diesem Ganzen was beitragen, wie auch die Kameraperson was beitragen kann. Aber letzten Endes, oder auch am Theater, sind so viele Räder, die ineinander greifen. Ich kann brillant sein, manchmal funktioniert das, man dann vielleicht über das Werk hinaus irgendwie noch was ausstrahlt, aber letzten Endes
habe ich nie die volle Kontrolle. So. Mhm. Und ja, das ist ein Paradox auf jeden Fall. Ja, eben. Ein nerviges. Aber da ist dann wieder, da gibt es auch andere Kulturformen. Ich kann einfach einen Roman schreiben, da kann ich machen, was ich will mit meinen Gedanken. Da kann dann irgendein Lektor noch reinquasseln, aber kann ich auch sagen, will ich nicht lektoriert werden. Aber das ist ab dem Moment, wo du dich halt quasi für kollektives Arbeiten entscheidest, ist das dieses Paradox immer Teil des Deals. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn du vorhin gesagt hast, 14, als du 14 warst, hast du in Hamburg sozusagen für dich das erste Mal deine schauspielerische Situation als... Ja, aber das habe ich ja nur, ich habe ja eher die Berufssituation. Ja. Also die Situation als Künstler oder als Kulturschaffender, das war ein anderer Moment. Das war später. Das war wesentlich später. Das war wahrscheinlich ein Polizeiruf, mit den Matti Geschenek gemacht hat, Mörderkind. Da gab es zumindest Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann Dinge tun, die andere von mir nicht erwartet hätten. Mhm. In diesen Krankenhausserien war ich der Junge mit dem gebrochenen Bein und da haben sie natürlich irgendwie erwartet, dass ich möglicherweise den Text kann. Manchmal konnte ich ihn besser, waren sie überrascht und so. Aber da gab es Momente, wo ich die anderen Kolleginnen überrascht habe, weil sie nicht erwartet hätten, was passiert. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich eine Kraft habe in mir, die ich selber so vorher noch nicht kannte. Und das ist dann 2-3 Jahre später bei Crazy noch mal extremer geworden, weil Hans-Christian Schmid einfach eine Art und Weise hatte, aus mir Dinge rauszuholen, die ich selber möglicherweise wusste, dass sie in mir schlummern, aber wo ich auch ein bisschen zu faul war, dahinter nachzugraben. Also ich muss auch sagen, ich war schon als Kind, sind mir viele Dinge leicht gefallen. Also vor allem die Dinge, die ich dann letzten Endes jetzt quasi als berufliche Tätigkeit ausübe. Und dann wird man natürlich auch bequem. Ne? Mhm. Oder man hat irgendwann so ein bisschen sein Besteck und weiß halt so, was man ungefähr machen soll. Und die meisten Leute fallen da auch drauf rein. Aber es gibt halt Regisseurinnen und Regisseure, die das merken. Und die schaffen es manchmal auf liebevolle Art ein Stück weiter zu. Und es gibt auch Leute, die machen es mit psychologischen Quälereien. Davon halte ich nicht viel. Aber es gibt trotzdem eben diese Kollaboration, die passieren kann zwischen einer Regieperson und einer spielenden Person, dass die spielende Person an Orte kommt, wo sie vorher nicht wusste, dass sie da hingehen konnte. Oder vielleicht es wusste, aber sich dachte, boah, ist mir echt zu anstrengend. Eigentlich reicht das, was ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Das ist das erste Mal, dass mich jemand so herausgefordert hat, war wahrscheinlich Hans-Christian Schmid bei Crazy. Mhm. Also, und ich weiß auch eine konkrete Situation. Es gibt diese Szene, da komme ich ins Klassenzimmer rein und sage, guten Tag, mein Name ist Benjamin, ich bin ein Krüppel. Ja. Und das habe ich zweimal gemacht. Und ich dachte, sprachlich als Bild reicht es schon, ist hart. Und dann hat dann Christian einfach ziemlich enttäuscht gesagt, nee, also das, ich spüre dann leider nicht viel. Und dann ist er mit mir in so einen Flur gegangen und hat leise auf mich eingeredet. Ich werde jetzt nicht sagen, was er gesagt hat, aber er hat mich herausgefordert. Und dann habe ich mir 5 Minuten genommen, aus dem Fenster geguckt, da runter in die bayerische Landschaft und bin dann nochmal reingegangen und war von meinen eigenen Gefühlen kurzzeitig getragen auf so einer Welle und bin da reingesurft. So. Und habe immer noch diese Worte gesagt, aber sie hatten auf einmal ein anderes Gewicht. Mhm. Und das war, glaube ich, weil auch ich gemerkt habe, wie die anderen mich angeguckt haben, habe ich gemerkt, wow, okay, krass, das hat jetzt... Das war vielleicht irgendwas Authentisches. Mhm. Ne? Und jetzt mal, da gebe ich noch einen Begriff einzuführen, der auch wahnsinnig komplex ist. Aber hatte ja vorher schon mal gesagt. Das meine ich, das ist natürlich genau das, was ich vorhin beschrieben habe, was ich eigentlich nicht will. Aber diese Momente sind natürlich trotzdem da und auch wahrscheinlich manchmal richtig. Und gleichzeitig war es ja trotzdem so, dass ich jetzt nicht gedacht habe, ich bin Benjamin Leber, der gerade in eine Klasse reingeht. Ja. Das, was ich da quasi ausgedrückt habe, kam bei mir von woanders her und ich wollte auch was anderes erzählen. Ich wollte nicht einfach diese Originalsituation nachmachen. Es war trotzdem eine abstrakt konstruierte Situation, die auch für Zuschauerinnen und Zuschauer möglicherweise erkennbar ist als das, weil sie sitzen ja im Kino und haben Popcorn in der Hand. Die wissen ja, dass sie nicht mit in der Klasse sitzen. Ne? Mhm. Jetzt trauen wir uns mal fast, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später zu switchen, einfach zu Diplomatie von Volker Schlöndorff. Da spielt er einen Nationalsozialisten und der ein Ergebener seines Befehls ist, sozusagen. Und trotzdem Entscheidungen übernehmen muss, Entscheidungen mittragen muss, die mit deiner jetzigen, also damals bei Crazy warst du halt in dem Moment, spieltest du jemand, der so alt ist, wie er alt ist. Und zwar vielleicht an deiner Lebensrealität etwas irgendwie näher dran, ja, als in Diplomatie jemals hätte irgendwas nah an dir dran sein können. Du warst nie in Paris als Nationalsozialist und nee. So. Und die Frage ist, trotzdem ist es ja ein unglaublich intensives, manchmal kommt es mir, also Diplomatie wie ein Kammerspiel vor. Es war ein Kammerspiel, ja. Und ich finde es also wirklich einen ganz starken Film. Und wie guckt man da aus dem Fenster, bevor man so eine Szene dreht,
in der nun wirklich da teilweise das Schlimmste... Ja, aber da guckt man, da, ich war da mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat natürlich der Rolle wahrscheinlich geholfen, weil auch dieser junge Leutnant Bressendorf, glaube ich, mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Natürlich hat er diesen Befehl, aber er ist auch vollkommen überfordert mit der Situation. Und ich war auch vollkommen überfordert mit der Situation. Da war einfach Volker Schlöndorff, also der echte Volker Schlöndorff. Ja? Und da war Nils Aristrup und André Dussolier und Burkhard Klausner. Die waren ja alle da und wir haben in einem Studio gedreht am Stadtrand von Paris. Ich hatte eine Wohnung direkt an der Madeleine. Ich habe den ganzen Sommer, Volker hat gesagt, das ist eine kleine Rolle. Ich traue mich eigentlich gar nicht, dir die anzubieten, aber wenn ich dir den Sommer eine Wohnung organisieren würde in Paris, würde ich denn da mitmachen? Und ich hätte natürlich auch mitgemacht, wenn ich im Zelt hätte wohnen müssen. Aber ich habe natürlich gesagt, ja, wenn mit der Wohnung wäre das natürlich, da können wir drüber reden. Und dann war ich mit meiner Liebsten damals einfach fast ein halbes Jahr in Paris. Ja. Das heißt, die ganze Situation war so unwirklich und so überfordernd, wie eben auch diese letzte Nacht vor dem Fall von Paris für diese Person auch genauso überfordernd war. Und das ist das, was man da sieht. Also da habe ich tatsächlich, das war keine große Rollenvorbereitung. Ich konnte mich da einfach hinstellen. Und ich war auch in dieser Uniform, dieses ganze Ding. Das ist natürlich auch, vielleicht muss man dazu auch noch sagen, dass ich mich in der ganzen Situation, deutscher Schauspieler spielt deutschen Nazi, auch nicht so unglaublich wohlfühle. Ja. Das Schöne ist, dass Volker Schlöndorff es aber auch nicht toll fand, das darzustellen. Und er wollte genau das eben nicht, den üblichen deutschen Schauspieler, der einen deutschen Nazi spielt. Da gab es auch Kollegen, die das immer wieder versucht haben. Und er ist da eiskalt drüber gebügelt und hat die wirklich am Set zurechtgewiesen, dass er das nicht sehen möchte in diesem Film. Er möchte eben die Überforderung von Menschen sehen und nicht diese ausgestellten Comic-Nazis, die wir alle seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen sehen können. Ja. Genau, also das ist, glaube ich, die Kombination dessen, dass ich ohnehin überfordert war mit der Situation und eben des Feingefühls von Volker Schlöndorff, der genau wusste, wie er diese Überforderung einsetzt und eben daraus einen viel nahegehenderen Nazi macht, der, wo die Brutalität noch viel klarer wird, weil es eben nicht dieser Achtung, alle raus hier, sie sind verhaftet, Nazi war. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Situation, das ist ja für mich wirklich interessant. Und eine ganz naive Frage. Wie ist es eigentlich, einen Beruf auszuführen, bei dem man bei der Arbeit beobachtet wird? Weil ich unterstelle jetzt mal, das ist ungerecht, aber so ist es. Die meisten Menschen sehen vielleicht jemanden, der an der Kasse sitzt und einem die Produkte, die man einkaufen will, abkassiert sozusagen. Dem schaut man vielleicht nicht so sehr zu, wie man eben dir bei der Arbeit zuschaut. Die ganze Zeit geht es um Beobachtung. Also du wirst beobachtet, du wirst sogar... Zum Beispiel bei der Maske, setze dich in einen Stuhl, vor dir ist ein Spiegel, du beobachtest dich selber. Das ist die schlimmste Situation des Tages eigentlich. Das wollte ich dich fragen tatsächlich. Ja. Erstmal, also erste Frage, magst du es, geschminkt zu werden? Ja. Ich mag mich aber nicht eigentlich immer in allen möglichen, also zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten einfach aus dem Bett rausgerissen im Spiegel angucken müssen. So, das ist unangenehm und es kommt auch darauf an, welche Person einen schminkt. Das ist ein total diffiziles psychologisches Verhältnis zwischen der Performerin, Schauspielerin, Schauspieler und der jeweilig schminkenden Person. Da gibt es Leute, die können das besser und es gibt Leute, die können das schlechter. Es gibt auch Leute, die können das sehr gut und trotzdem funktioniert nicht. Es ist einfach ein unglaublich intimer Moment und es gibt Maskenpersonen, die das wissen und merken, dass das tatsächlich der Schutzraum ist für Schauspieler. Ja? Also nicht die großen Wohnwägen, die man mal hat oder mal nicht hat, sondern es ist tatsächlich dieser Ort dort. Und da fängt es mit dem Beobachten an, weil da bekommt man quasi die Rüstung, um rausgehen zu können in diese Beobachtung. Aber selbst da gibt es manchmal Momente, wo du rausgehst und denkst, Alter, ich würde so gerne mal nicht angeguckt werden. Ja, es ist, aber ich hab nie was anderes gemacht. Und es gibt natürlich, und das ist vielleicht das, warum ich dann oft Theater auch lieber gemacht habe oder es als Abwechslung brauche, weil man da wochenlang nicht beobachtet wird. Also ja, vom Regisseur, der Regisseurin und 5, 6 Kollegen. Aber die tatsächliche Beobachtungssituation findet später statt. Beim Film ist ein ganzes Team da, die Uhr tickt und du musst schnell jetzt irgendwie abliefern und dann hast du an dem Tag aber irgendwie einen Pickel direkt mitten auf der Stirn oder hast am Abend voll gesoffen und so ein Gesicht. Und wusst schon, du hättest diesen Abend, es hätte nicht sein dürfen eigentlich. Und der Kopf raucht. Manchmal hilft es, um an Gedanken ranzukommen, aber das Gesicht funktioniert nicht, passt jetzt nicht mehr zu den Gedanken, weil der Abend zu lang. Also lauter solche Situationen, die natürlich auch die meisten Menschen gar nicht sehen, aber man sieht sich selber ja dann doch nochmal genauer als die anderen. Und das ist schon immer echt was mich manchmal ein bisschen durcheinander bringt. Aber ich habe da auch noch keinen Weg rausgefunden. Die Frage ist erstmal, wo du das lässt. Also wenn du jetzt ganz konkret das sogar ganz ehrlich sagst, danke erstmal, weil es ja das ja auch eine Überforderung ist, sozusagen mit sich selber zu sein die ganze Zeit auf eine Art, zumindest bei so einem Drehtag. Ja, und du hast dann immer diese ganze Scheißverantwortung. Also du bist die ganze Zeit, wenn du scheiße aussiehst, dann kann man den ganzen Tag knicken. Ja? Ja.
Ja. Es ist bei den anderen egal. Die haben auch 4 Stunden geschlafen. Oft schläft man halt auch wenig beim Drehen. Ja? Ja. Die waren vielleicht mit auf der Party, wenn man es jetzt mal einfach so platt sagt, was es auch gibt. Ja? Ja, ja. Die sind dabei eben Fokuspuller oder der Typ, der den Dolly schiebt. Und ob der grüne Augen hat und da hängt, ist so ein bisschen egal. Aber man selber, und ich war natürlich auch jung, als ich angefangen habe, und da gab es viele lange Nächte. Mhm. Aber mir wird natürlich ins Gesicht geguckt. Beim Fokuspuller sagt keiner, ey, sag mal, Dieter, wie siehst denn du heute aus? Aber bei mir ist dann so, Robert, war es gestern ein bisschen länger, war? Und das ist natürlich, darf man das nicht. Mhm. Aber gleichzeitig drehst du halt 6, 8 Wochen und bist irgendwie 19. Und irgendwann musst du auch mal die Rakete steigen lassen. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Und das ist, und das natürlich, und da gibt's auch, es hat das nicht nur was mit Feiern zu tun. Es kann ja einfach auch sein, den Kindern geht's schlecht oder so. Das ist ja alles, nimmst du ja alles mit. Und du kannst ja nicht jeden Morgen ans Set kommen und erstmal sagen, pass mal auf, Freunde, heute geht's mir so, so, so und so und deswegen hab ein bisschen Nachsicht. Nachsicht gibt's sowieso nicht, weil du kannst den Scheiß ja nicht nochmal drehen. Du musst den ja an dem Tag hinkriegen. Vollkommen wurscht, ob deine Kinder mit Mittelohrentzündung zu Hause liegen oder du gestern eine Flasche Whisky gesoffen hast oder ob dich deine Freundin gerade verlassen hat oder dir dein bester Freund gesagt hat, dass du das größte Arschloch bist, was er in deinem Leben jemals getroffen hat. Das sind ja alle Situationen, mit denen musst du dann da umgehen. Das ist in jedem Beruf. Aber das ist doch so interessant. Aber in der Schauspielerei sieht man es mir halt im Gesicht an. Das ist aber dadurch habe ich natürlich auch einen anderen Revenue, um mal jetzt im kapitalistischen Sprech wieder zu bleiben. Der Dreher, ob der jetzt die Schraube mit dicken Klüsen dreht oder nicht, ist egal, die Schraube bleibt die Schraube. Ja. Hier ist die Schraube halt, bin halt ich. Ja. Das heißt aber eigentlich, dass das Leben darf dir gar nicht dazwischen kommen, obwohl man doch das Leben verfilmt sozusagen. Also einen bestimmten Anspruch an Realität, außer man macht jetzt tatsächlich einen dadaistischen Film, wie du auch schon gemacht hast. Aber das Leben als solches darf dir dann nicht dazwischen kommen, damit du verlässlich, reproduzierbar, wiederholbar. Na, die Kunst ist wahrscheinlich irgendwie, sich da das rauszuholen, was man in dem Beruf benutzen kann und das andere für nach dem Feierabend aufzuheben. Also ganz klar, wie das andere Leute auch machen müssen. Ne? Ja, ja, klar. Also kannst du an der Kasse ja auch nicht anfangen zu heulen. Das ist eine... Also und das ist dann vielleicht wieder der Vorteil. Ich kann anfangen zu heulen. Ich muss halt nur beten, dass das an dem Tag zur Szene passt. Ja. Und dann kriege ich einen Filmpreis dafür. Die Kassiererin, die anfängt zu heulen, kriegt gar nichts. Sie wird rausgeschmissen. Ja, ja. Also deswegen ist es jetzt alles Jammern auf hohem Niveau. Man kann das alles stark theoretisieren. Letzten Endes ist es eine privilegierte Situation. Und es gibt auch Menschen, glaube ich, die weniger kritisch mit ihrem Äußeren sind, die vielleicht eitler oder weniger eitel sind, die sich immer schön fühlen. Ja, das geht mir nicht so. Aber das sind alles psychologische Verwerfungen, die ich mit mir selber eigentlich ausmachen müsste. Die gehen eigentlich auch eben, das ist dann das Nächste. Es geht auch ein Filmteam dann letztlich auch nichts an. Und es ist auch nicht deren Problem. Ja, als würdest du meinen kleinen Notizzettel hier schon gelesen haben. Nein. Hast du tatsächlich noch nicht. Der Begriff, der jetzt kommt, ist Klischee und Eitelkeit. Oder die beiden Begriffe, die jetzt kommen. Inwiefern hilft es denn, eitel zu sein, um ein bestimmtes Klischee der Schauspielerei zu erfüllen oder eben nicht zu erfüllen? Und was ist überhaupt Eitelkeit? Ja, das ist eben die große Frage. So, ist es einfach nur ebenmäßiges Aussehen? Das ist ja sowieso quasi naturgegeben. Dann gibt es natürlich noch das andere, das kommt dann irgendwie aus der Popkultur, aus der guten Popkultur. Ja. Man möchte halt lieber Joe Strummer sein als Heintje. So, ja. Ne? Und da muss man dann auch nicht immer gut aussehen, aber man muss zumindest irgendwie eine gewisse Haltung mitbringen. Und was die Haltung betrifft, da bin ich, glaube ich, eitel. Da hilft natürlich ein schlankes Gesicht auch manchmal. Aufgedunsen ist die Haltung auch schwerer zu verkaufen, als wenn man hohe Wangenknochen hat. Ja. Und die kurze Nacht hilft oft nicht unbedingt den hohen Wangenknochen. Ja, davon habe ich auch gehört. Ja. Jetzt ist es natürlich, zu dem Begriff der Haltung kommen wir tatsächlich erst... Ja, Entschuldigung. Nee, aber es gibt verschiedene Formen von Eitelkeit. Es gibt die... Ich bin schön. Eitelkeit. Und das sind Leute, die können, glaube ich, auch die ganze Zeit durch die Gegend laufen und sind schön. Dann gibt es aber die halt so, ich möchte halt mindestens so cool wie Damon Albarn sein jetzt. So, und das möchte ich bitte nicht nur einen Tag, sondern gerne auch ein paar Wochen am Stück. Oder an diesem einen Tag, wo ich tatsächlich auf diesen Teppich da muss, möchte ich, dass ich danach so cool aussehe wie Damon Albarn, dass er sich eine Cola geholt hat und vom Paparazzi fotografiert wurde. Es geht halt um diese effortless cool sein. Ne? So, wahrscheinlich ist es bei jungen Leuten auch nicht mehr so, aber das ist halt auch eine Popkultur, mit der man aufgewachsen ist. Kurt Cobain,
Also ich meine, keine Ahnung, der sah quasi noch, als er ins Koma, im Koma da im Krankenwagen in Rom da ins Krankenhaus gerollert wurde, sah effortlessly cool aus. Das ist wahrscheinlich auch sein Untergang gewesen, dass man ihm seinen Schmerz zwar angesehen hat, aber dass er halt je mehr Schmerzen er hatte, umso cooler sah er aus. Ja. Da muss ich sagen, da habe ich das Glück, das ist bei mir nicht so. Wenn es mir scheiße geht, sehe ich auch echt scheiße aus. Ja, aber genau, ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt. Also diese Art, dass man für das, was, wofür man bezahlt wird, wird man halt auch bezahlt. Und für das, was man, wofür man gemocht wird, wird man auch gemocht. Und das ist kein sinnloser Satz, sondern das ist sehr viel. Also wenn ich mich immer, also nehmen wir jetzt mal Romy Schneider oder so jemand, wenn ich eine bestimmte Naivität zuerst und dann eine bestimmte Schönheit, eine wiedererkennbare Schönheit immer ausstrahle und dann auch eine bestimmte Liebe zur Welt immer ausstrahle und mir man nicht ansieht, wie sehr ich die Welt vielleicht gar nicht, überhaupt nicht liebe gerade, ja. Dann ist, glaube ich, die Enttäuschung, also wenn alle von dir immer wollen, dass du besonders schön... Ja, das ist, kann man schwer verkraften dann. Deswegen sollte man, glaube ich, mit dieser... Sollte man ein bisschen aufpassen damit, was für eine Figur man von sich selber draußen baut. Also man kann es wirklich nur sehr wenig beeinflussen. Ich habe verschiedenste Sachen versucht, die alle nicht funktioniert haben. Aber man kann irgendwann dann doch, glaube ich, eine Figur formen von sich, die irgendwie ein bisschen das repräsentiert, was man selber empfindet. Wenn man aber eine Figur formt, die was vollkommen anderes repräsentiert, als was man zu Hause oder im Hotelzimmer dann später empfindet, wird man wahrscheinlich früher oder später ein Problem damit bekommen. Aber natürlich in so Situationen wie Romy Schneider oder Kurt Cobain, da sind Zuschreibungen von außen. Ich meine, wie oft hat Kurt Cobain gesagt, everyone is gay, so, und keiner hat zugehört. Trotzdem standen die mit umgekehrten Basecap, die Riesentypen auf dem Konzert, haben mitgeschrien und er fühlte sich durchgängig missverstanden. Aber er war halt auch einfach zwischen 20 und 27. Ja. Zwischen 20 und 27 hätte ich diese Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, noch nicht mal buchstabieren oder denken, gar nicht. Da war ich mit vollkommen mit Überforderung, mit konstanter Überforderung beschäftigt. Also ist das Rezept wahrscheinlich, dass man versucht, länger zu überleben als Kurt Cobain. Ja, das verstehe ich. Und dann kann man Dinge auch buchstabieren und auch denken. Ja. Und aber trotzdem nochmal, bevor man das kann, habe ich tatsächlich ein kleines Sprachspiel mir aufgeschrieben. Wenn man mit der Stimme und Sprache arbeitet, ist es denn eine große Verführung, sich lieber sprechen, als etwas sagen zu hören? Wow. Ja, die gibt es mit Sicherheit, aber dafür komme ich zu sehr aus dem Punk, glaube ich, als dass ich mich so sehr in den Klang meiner Stimme verliebe, dass ich den Inhalt vergesse. Also ich habe lustigerweise gestern Abend ein Konzert gespielt, wo ich auch ein paar Texte vorgelesen habe und der große Bernd Begemann hat mir danach gesagt, Robert, also es war schon ganz gut, also es hat mich total berührt, aber es gab so ein paar Texte, da warst du so unglaublich scharf. Die könntest du viel weicher machen, ja, dass die Leute dann wird es noch härter. Das überrascht ihn. War so eine Manöverkritik, eine Minute, nachdem ich von der Bühne kam. Und er hat natürlich mit jedem Wort recht gehabt. Aber in dem Moment auf der Bühne habe ich da nicht dran gedacht. Weil da war ich dann, weil ich vorhin mal das Bild mit dem Skateboard hatte, da bin ich Skateboard gefahren. So, da kann ich, so kontrolliert bin ich dann auch nicht. Da reißt es mich halt auch mit. Und das hat mir auch Spaß gemacht dann. Und ich habe ja trotzdem Sachen gesagt. Und das ist dann vielleicht, da sind wir jetzt dann wieder auf, da ist man dann fast schon am Authentischen. Da hat es mich dann überrollt. Und das ist ja auch ein toller Moment, wenn einen der Inhalt überrollt und man das anders geplant hätte. Und dann, aber es gibt natürlich Leute, also gerade, ich mache auch viele Hörbücher, da gibt es Leute, die finden ihre sonore Stimme so schön, dass man gar nicht mehr dem Satz folgen kann, weil man hört halt, wie sie selber in ihr Timbre verliebt sind. Da ist man sich selbst auf den Leim gegangen. Aber das passiert mir eben nicht, weil ich stolper dann doch lieber wieder über, oder ich stolper dann über mein Skateboard lieber, um in dem Bild zu bleiben. Komm mal, also ganz selbstverständlich damit. Oder sagen wir mal so, da hilft mir auch eben das DIY, deswegen kam ich von dem Punkrock, da hilft mir auch die Schlampigkeit. Mhm. Also da hilft mir dann auch wirklich, ich rotz dann da einfach lieber mal eine Runde drüber, da bleibt meistens dann mehr Inhalt übrig, als wenn ich es ganz genau präzise in mir hinbaue. Ja? First Idea, Best Idea. Wer weiß, ich weiß nicht, ob es John Carrick oder Billy Bragg war. Ich glaube, es wird beiden zugeschrieben. First Idea, Best Idea stimmt halt einfach. Beste Idee. Ja. Also es hat was, und also als hätten wir es abgesprochen, haben wir tatsächlich nicht, zum Begriff der Haltung. Und da gibt es zwei große deutsche Schauspieler. Und ich glaube, der eine ist hervorragend vorbereitet, der hat nie irgendwas hingerotzt und der hieß Gustav Gründgens.
Ja. Und der zweite hieß Heinrich George und der hat dann öfter mal was hingerotzt. Und boah, jetzt wird es aber gefährlich. Ja. Wo willst du mich denn da jetzt hin tun? Ja, das ist eine Frage. Also, die Frage ist tatsächlich, verändert sich das Schauspiel je nach Staatsform, in der gespielt wird? Und lass uns ruhig bei diesen beiden Figuren beginnen und dann gucken, wo wir heute leben. Naja, ich weiß es gar nicht. Also die Staatsform ist vielleicht sehr groß. Natürlich verändert sich alles je nach Staatsform. Vor allem, wenn der Staat ein faschistischer Staat ist, da wirst du zum Beispiel auch als Dreher die Schraube anders drehen oder sie eben nicht drehen oder drehen dürfen. Ja. Das gilt auch für Schauspieler. Wie jeder dann individuell damit umgeht, da kann man eben, wie war ich vorhin, das Bild mit dem Weg, den kann man von oben besser als von unten sehen, ist es für uns natürlich jetzt sehr leicht zu urteilen, wer da wie was falsch gemacht hat oder in welchem Moment. Aber in dem Moment, wo du in einer geschichtlichen Entwicklung drin steckst, auch als Künstlerin, Künstler, weißt du nicht unbedingt immer, wo das hinführt. Und manchmal macht man wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, Dinge mit, von denen man weiß, dass sie grauenhaft sind, aber man will seine eigene Haut retten oder man will andere retten oder man ist einfach nur faul oder besoffen. Also es gibt tausend Gründe. Tausend Gründgens. Nein. Aber natürlich ändert sich die Performance von allen, je nach Umständen. Das muss gar keine Staatsform sein. Das fängt ja an bei den Budgets, bei der Art und Weise, wie die Hierarchien organisiert sind. Ich kann mir keinen Schauspieler, keine Schauspielerin vorstellen, die das nicht betrifft oder die behaupten, sie könnten unter allen Umständen immer das Gleiche machen. Dafür ist der Mensch zu durchlässig. Man kann sich dagegen wehren, aber auch dieses Wehren wird man sehen. Mhm. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt einen durchgeknallten Regisseur hat, der einen die ganze Zeit quält, wird man anders spielen, als wenn man dann jemand hat, der tatsächlich interessiert ist an dem, was man da macht. Oder wenn man mehrere Millionen hat und sich 6 Jahre lang darauf vorbereiten kann, wird man den Leonard Bernstein wahrscheinlich besser spielen, als wenn man das nächste Woche machen muss. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht macht man es genau dann gut, weil man es nächste Woche macht und jemand sagt, nächste Woche bist du übrigens Leonard Bernstein. That's the first idea. Also genau, und da passiert vielleicht ein Prozess in einem, den man so von sich selbst nicht erwartet hatte und da passieren großartige Dinge. Also man kann es, gut, darum kann man auch keinen Hit schreiben, weil niemand weiß, welche Umstände dazu führen, dass irgendetwas Leute so tief in ihren Grundfesten erschüttert, dass es großartig wird. Mhm. Deswegen, ja. Aber das klingt jetzt so, als werde ich kein Professor. Ich kann beibringen. Nee, aber das klingt jetzt erstmal so, als würde sowieso alles führt zu allem. Also man sieht, die Umstände führen zu einem anderen. Nein, natürlich, wie bei allem Leben kannst du Entscheidungen treffen. Ich verwehre mich nur dagegen, über Leute zu urteilen, die Kunst in bestimmten Dingen, bestimmten Zeitabläufen gemacht haben und quasi von dieser wohlfeilen Warte heraus, Mensch, also ich hätte da schon längst das Handtuch geworfen und hätte dies und das gemacht. Mhm. Das weiß ich nicht. Also wann wird man Stefan Zweig, wann wird man Walter Benjamin so? Mhm. Und wann wird man Rose Ausländer? Wer verhält sich wie? Also das kannst du ja nicht. Ich glaube, über den Begriff der Haltung kommt man da schon ganz gut hin. Und natürlich über den Begriff des Widerstands, den man Haltung ist immer teuer. So, das ist auf jeden Fall so. Das ist egal, in welchem System. Das ist auch in unserer Bundesrepublik Deutschland so. Wenn du für etwas einstehst und eine dezidiert klare Meinung zu Dingen hast, wirst du in den Repräsentationsberufen, im Kulturbetrieb Schwierigkeiten haben. Mhm. Manchmal führt es dazu, dass du dann diese eine Seitenstraße kriegst, die ganz, ganz nach oben führt. Aber viele bleiben halt dann einfach auch auf der Autobahnauffahrt stehen. Mhm. Man kann sich aber auch für die Autobahn entscheiden und einfach Richtgeschwindigkeit 130 fahren. Ja. Das ist eine Entscheidung, klar. Ja, also wenn man es so sieht, natürlich gibt es viele, die eben nicht Gustav Gründgens geworden sind. Ja. Also die sind umgebracht worden. Ja. Ja. Oder sind nicht umgebracht worden, haben danach aber trotzdem auch keine große Rolle mehr gespielt, nachdem das vorbei war. Ja. Barbarei. Es gibt ein Gedicht aus den frühen Gedichten von Stefan Heim, eines der wunderbarsten und zärtlichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und dieser Text heißt Der Unbekannte. Ja. Und nun hast du mit Daniel Moorheit und Clara Deutschmann eine Platte gemacht, die heißt Vom Aufstoßen der Fenster. Und diese Unbekannten, um die wir vielleicht gerade sprechen, also die ja, die Haltung nicht
Also ich, es ist schwer zu sagen tatsächlich. Die Haltung hatten und dafür bestraft wurden. Und das heißt aber gar nicht, weil sie dafür bestraft wurden, dass sie die richtige Haltung hatten oder was auch immer die sogenannte richtige Haltung wäre. Aber wieso scheint es mir bei dir immer so, dass oder ganz häufig so, dass bei den Texten, bei denen du liest, bei den Rollen, die du spielst, bei der Musik, die du machst und bei den Texten, die du jetzt zum Beispiel demnächst veröffentlichen wirst, um es mal klar zu sagen, im Verbrecherverlag von Kurt Tucholsky. Warum sind das alles auf eine bestimmte Art und Weise zwar bekannte Menschen, aber irgendwie unbekannte? Also auch da ist eine Paradoxie vorhanden. Warum ist es so, ja? Naja, weil mich das Unbekannte, Unfertige, das Scheitern wahrscheinlich mehr interessiert als das Fertige vielleicht. Und weil ich dazu auch noch von Haltung reden, jetzt ohne mich selbst überhöhen zu wollen, aber auch eine gewisse Verantwortung empfinde, dadurch, dass ich diese Position habe und Dinge sagen kann oder performen kann, die Leute sich dann anhören, dass ich damit eben Inhalte wieder hervorholen kann, die begraben werden sollten eigentlich. Und es gibt halt gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so viel, unglaublich viel an Ideen und Texten und Gedanken, Konstrukten und Utopien, die umgebracht, vergast, vergraben, verbuddelt, verboten wurden, dass ich meine privilegierte Situation in dieser freien Gesellschaft leben zu können, gerne nutzen möchte und selbstbezogen auch noch interessiert es mich einfach auch total, weil mich das einfach unglaublich fasziniert, was die Weltläufe zusammenhält und wen es da warum wie rausschmeißt und wer der Rausschmeißer ist und wer die waren, die versucht haben, die Leute noch drin zu behalten. Das sind einfach Sachen, die mich schon immer umtreiben. Hat auch was mit meiner Familiengeschichte zu tun. Bei mir ist es auch so, dass in meiner Familie einige Leute Rausschmeißer waren und andere Rausgeschmissene. Und das hat mich auf eine Art unterbewusst wahrscheinlich geprägt, dass ich da immer noch nachforsche und dafür halt meine Mittel nutze. Und die sind halt eben Sprache und Musik. Und das ist natürlich abstrakt immer leicht zu sagen, aber hast du das Gefühl, du könntest dich wehren oder so Leute wie wir könnten sich wehren, wenn ihnen angedroht würde, rausgeschmissen zu werden? Nee, also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich ziemlich schnell rausgeschmissen werden würde. Ich wüsste nicht, wie ich mich wehren soll. Also ich bewundere eben auch bei diesen Menschen die Standhaftigkeit, mit der sie es dann Jahre, teilweise Jahrzehnte lang ausgehalten haben. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass ich mir auf dem Schwarzmarkt irgendwas besorgen muss. Also ich wüsste nicht, was passieren würde, wenn die Sachen, die ich so mein Leben lang gekannt habe, für mich nicht mehr gelten. Nee, hatte ich schon als Teenager teilweise so richtige Panikattacken. Was passiert, wenn die Welt sich so ändert, dass ich auf einmal, ja, also das ist was, was mir immer noch große Angst bereitet. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich damit beschäftige. Weil so wie sich die Welt entwickelt, werde ich wahrscheinlich nicht zu den Rausgeschmissenen gehören. Erstmal. Einfach qua biologischem Grundzustand. Und trotzdem kann ich es vielleicht nachempfinden, ist falsch, aber dadurch, dass ich mich so viel damit beschäftige, habe ich eben dieses Gefühl, ich möchte dem eine Stimme geben und in Leuten eine ähnliche Angst auslösen wie in mir, dass solche Dinge passieren können und dass man alles dafür tut, dass sie nicht passieren. Dass man alles dafür tut, dass niemand aus dieser Gesellschaft, in der wir leben, aus welchen fadenscheinigen Gründen auch immer ausgeschlossen wird. Ja. Und nun gibt es ja häufig, wenn jemand vor der Kamera steht und den wird ja, ich glaube in deinem Fall trifft es zu, aber in vielen Fällen trifft es nicht zu, dass Menschen vor der Kamera auch eine größere Kenntnis irgendwie haben von Dingen und von der Vielfalt und so weiter. Nun gibt es ja häufig diese wohlfeile Frage, würden Sie denn jüngeren Menschen als Ihnen etwas empfehlen, wenn die an der gleichen Stelle sind, wie Sie damals waren oder so? Ja. Und es ist interessant, dass du das gerade nicht jetzt sozusagen auf die Schauspielerei bezogen hast, sondern auf eine politische Haltung. Und das Unfertige als Prinzip, was dich am meisten interessiert, ja, was vielleicht auch am meisten schützenswert, weil ich das verstanden habe, ja, empfindest. Ich glaube, wenn ich jetzt mal
pathetisch machen darf, ist ja Demokratie immer unfertig. Ja. Und aber da habe ich lange für gebraucht. Habe ich wirklich lange für gebraucht. Und wahrscheinlich, dass ich das verstanden habe, hat auch was damit zu tun mit meiner Arbeit, dass ich auch in der Arbeit auch ein bisschen gebraucht habe. Mich hat immer das Unfertige oder der First Idea, Best Idea Kontext am meisten interessiert. Aber ich habe es schwer auf mein eigenes Ding umlegen können. Das hat mir tatsächlich Christoph Schlingensief beigebracht, dass Sachen, die erstmal unfertig und scheiternd aussehen, noch mehr Wahrheit haben können als das Fertige. Und dann zu der Zeit habe ich immer noch geglaubt, Politik funktioniert so, wir kämpfen so lange für unsere Sache, bis wir unsere Sache durchgesetzt haben, dann sind wir dran und dann wird alles super. Mhm. Dass das aber eigentlich immer in den Abgrund und in Mord und Totschlag führt, das habe ich echt erst vor ein paar Jahren gecheckt. Ja. Und ich check's in unseren momentanen gesellschaftlichen Verhältnissen noch mehr, von Tag zu Tag mehr, was es bedeutet, dass es gibt kein Ziel, wo wir hinwollen. Das Ziel ist dieser Prozess, in dem wir uns jetzt befinden und den so gewaltlos wie möglich zu halten. Das ist, genau, und das würde ich jungen Menschen auch empfehlen. Aber eben auch, wenn sie jetzt zum Beispiel so einen Beruf wählen wollen wie meinen, vielleicht früher schon verstehen, dass das Ziel nicht diese fertige, wunderschöne, runde Kristallkugel ist, die man sich dann ins Regal stellt, sondern das Meißeln an der Metallkugel drumherum, das ist ein viel schöneres Ziel, weil da macht es richtig Spaß. Im Regal rollt es irgendwann runter und ist kaputt. Naja. Also hat es sich doch gelohnt, dass du älter als Kurt Cobain geworden bist? Das hat sich sowieso gelohnt. Für mich, ja. Ich danke dir sehr für eine unfertige Situation, die man ein Gespräch nennt. Und ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, noch ein paar Jahre weiter unfertige Situationen zu erzeugen. Ich hoffe auch. Gerne in Genossenschaft. Danke, Robert. Danke, Lars.